Willkommen zurück bei Katies Weg. In der letzten Folge traf Katie die Entscheidung, Maximilian endlich zu vergessen. Sie wollte sich mehr darauf fokussieren, Menschen kennenzulernen, Erfahrungen zu machen, einen Tanzkurs. Und wer weiß, was da noch auf sie zukommt. Hören wir einmal rein. Es war nicht schön zu merken, wie ich diese Entscheidung, Michael zu vergessen, zum zweiten Mal fällen musste. Ich musste mehr Typen kennenlernen und nicht mehr davon ablassen, die Chancen zu nutzen. Mir waren zwar im Tanzkurs einige sympathische Typen aufgefallen, davon waren aber keine wirklich interessante und in gewissen Dingen mir ähnlich, so wie ich es gerade Maximilian zuschrieb. Außerdem waren die meisten auch vergeben. Also vergebens für mich. Aber in einem YouTube-Video hatte ich gehört, dass man aus schönen Momenten nicht zu viel für sich herausinterpretieren sollte. Einen schönen Moment mit einem sympathischen Typen gehabt zu haben, hat nicht zur Folge, dass man füreinander bestimmt ist und ebenso hohes Interesse und Kommunikationsbedarf seitens des anderen ausgeht. Ich suchte nun also nur noch nach schönen Momenten. Und nicht mehr nach Beziehungen. Vielleicht war das der Schlüssel zur Abhilfe von meiner Abhängigkeit, die ich mit Maximilian hatte. Doch nach 4,5 Tagen schrieb er auf einmal. Ich las unter Herzklopfen seine Nachricht. Doch es war nur eine Antwort auf das, was ich geschrieben hatte, und keine Frage mehr. Er hatte geschrieben, dass er eine Woche auf Fuerteventura gewesen war. Am Ende noch ein frohes Smiley. Es war keine Frage mehr dabei. Meiner verrückten Regel nach hatte das leider zur Folge, dass ich ebenfalls keine Frage mehr schrieb und damit die Kommunikation langsam abbrach. Trotzdem wollte ich antworten. Aber wozu eigentlich noch die Hoffnung, dass er danach noch schrieb? Cool, das klingt nach Entspannung, wollte ich ihm nach 5 Tagen schreiben, da er auch 5 Tage gebraucht hatte. Darauf konnte er nichts antworten. Lag es nun vielleicht an mir? Sollte ich vielleicht doch lieber eine Frage formulieren? Schließlich hatte er mir ja von sich aus geschrieben. Cool, konntest du dich dort entspannen? Mit Fragezeichen wäre eine andere Antwortoption gewesen, die mir vorschwebte. Darauf würde er dann vielleicht mit Ja antworten. Und fertig. Vielleicht würde er dann wieder eine Woche warten, bis er antwortet, überlegte ich. Diese Gedanken beschäftigten mich sehr, aber ich nahm mir vor, mehr Platz für Begegnung zu schaffen und mehr mit Menschen zu machen. Vielleicht war an dieser Stelle wirklich eine Frage besser, einfach weil ich dann eine Antwort bekam. Vermutlich zwar mit sehr großem zeitlichen Abstand wie immer, aber so würde ich nicht die Letzte sein, die etwas schrieb. So nahm ich mir also vor, zu schreiben, cool, konntest du dort entspannen? Ich besuchte weiterhin den Salsa-Kurs und wurde in den Schritten und Drehungen immer sicherer. Bald wurden mir die Namen und die Bewegungen geläufiger und ich konnte sie mir länger merken. Davor vergaß ich meistens alles, was wir gelernt hatten, wenn der Kurs vorbei war. Aber jetzt sah ich endlich Fortschritte. Nach den 5 abgezählten Tagen schickte ich Maximilian meine vorgeplante Nachricht. Es war gut, so wie es war. Das einzig Traurige war, dass nicht mal eine Freundschaft entstanden konnte. Keine regelmäßigen Treffen, überhaupt nicht mal ein Treffen mit Maximilian. Kein Wiedersehen. In meinem Salsa-Kurs war temporäre Ablenkung möglich. Zwar entsprachen alle Männer dort nicht meiner Altersgruppe, aber es gab viel lateinamerikanische und spanische Menschen, die mit der Zeit dazukamen. Da ich auf der Suche nach schönen Momenten war, genoss ich diese kleinsten Begegnungen mit viel Dankbarkeit und Offenheit. Sonntags, nach dem Unterricht, bot sich immer die Gelegenheit, noch auf Musik zu tanzen und dabei die Schritte zu üben oder ins Gespräch zu kommen. An diesen Abenden nutzte ich 2-mal die Chance, mit Jakob ins Gespräch zu kommen und natürlich die Tanzschritte zu üben. Ich merkte, dass ich in letzter Zeit viel nachdachte und mir Sorgen um viele Dinge machte. Aber endlich schien mir der Grund dafür aufzuleuchten.
Seit Wochen hatte die Sonne nur ein- oder zweimal für ein paar Minuten durch ein Wolkenloch scheinen können. Sonst war es durchgängig trüb und bewölkt. Manchmal mit langem Regen. Mir fehlte der Sonnenschein. In den sozialen Medien bekam ich mit, dass Maximilians Schwester jetzt eine Fernbeziehung angefangen hatte. Darauf war sie sehr stolz und musste es immer wieder auf jegliche Art und Weise preisgeben. Das hatte ich anfangs als sehr störend empfunden. Aber je mehr ich mich mit meinen Gedanken von Maximilian löste, desto distanzierter reagierte ich. Ich hatte eine Seite abonniert, in der ein Mann über Lösungsansätze in der Kommunikation und Interaktion bei der Suche nach einem Partner sprach. Weil sich der Valentinstag näherte, kam ein neues Video. Es war die erste von 5 täglichen Challenges, um interessante Erfahrungen zu machen und Menschen kennenzulernen. Schaue einer sympathischen Person mindestens 3 Sekunden in die Augen. Tipp: Wenn du auf die Augenfarbe achtest, fällt es dir leichter. Die 5 kleinen Herausforderungen hatten nicht das Ziel, einen direkt bis zu einem Date zu leiten, sondern mehr, sich zu öffnen und Begegnungen zu erschaffen. Also nahm ich mir vor, es auszuprobieren. Doch wie aus der ersten Challenge wurde leider auch aus der zweiten nichts. Bei der dritten Herausforderung sollte man planen, Aktivitäten am Wochenende zu besuchen, um Menschen kennenzulernen. Mein Wochenende war schon geplant. Ich hatte vor, mit 2 Freundinnen ins Theater zu gehen. Natürlich der beste Ort, um Typen kennenzulernen. Es war schon vorprogrammiert. Ich gab auf, weil ich merkte, dass all diese Herausforderungen einen extrem unter Druck stellten. Ich lernte, dass man sich dafür in einer gewissen mentalen Haltung befinden musste. Nämlich in Gefühlen wie Zufriedenheit, Stolz auf sich und seine Leistungen, Selbstliebe und positiver Sicht auf die Dinge. Wenn man also eine positive mentale Haltung hat, lässt dies darauf hindeuten, dass man an sich gearbeitet hat. Ob dies die Arbeit an Projekten oder der Arbeit am eigenen Körper wie Sport, Gesang oder anderem ist, sei offen. Während ich immer wieder neue Projekte und Veranstaltungen für meine Interessen heraussuchte, übte ich bei Gesprächen mit verschiedenen Typen das Zeigen von meinem Stolz und meinem liebgemeinten Interesse am Gegenüber. Es war mein Ziel, offener zu sein und auch mal etwas mit Typen zu unternehmen. Nicht nur mit denen, die ich besonders toll fand, sondern vielleicht auch erstmal mit welchen, die nur nett waren. Ich wusste nicht genau, was es war, was mich immer wieder zurückhielt, bei all meinen Erfahrungen tatsächlich etwas aufzubauen. Aber vielleicht gab es einfach noch viel zu lernen. Und ich lernte so viel. Ich schrieb es auf und ich versuchte, mich daran festzuhalten und immer wieder daran zu denken. Klar geht es im Leben darum, Interesse und Empathie zu zeigen. Aber es ist genauso wichtig, sich selbst zu bleiben. Nicht ich verändere mich für andere, sondern ich bleibe für mich selbst. Und ich schaue, wen das anzieht und wer dafür etwas tut. Außerdem wollte ich mehr zeigen, was ich mag, statt es für mich zu behalten. Der Frühling verging. Ich konnte mein Ziel, einen neuen Typen kennenzulernen und mit ihm diese wundervolle Zeit zu genießen, leider nicht erreichen. Ich dachte viel mehr, als ich tatsächlich handelte. Und so kam der Sommer. Ich wünschte mir so sehr, jemanden kennenzulernen, am besten aus lateinamerikanischer Kultur. Ein neuer Typ war im Tanzkurs. Von weitem war er mir aufgefallen und als ich an der Reihe war, mit ihm zu tanzen, erfuhr ich seinen Namen, beziehungsweise seinen Nicknamen, Nacio. Und ich fand ihn, naja, eigentlich nicht schlecht vom Aussehen. Ich hätte ihm eine 7 oder 8 von 10 Punkten gegeben. Doch mit der Zeit passierte nichts. Einfach nichts. Jedes Mal beim Tanzen begrüßten wir uns. Und er tat, als ob er meinen Namen wieder vergessen hätte. Dieser Flirt funktionierte einfach nicht bei mir. Oder er tat, als wüsste er ihn und sagte etwas Falsches, worauf ich nur freundlich und müde korrigierte. Ich hatte zunehmend das Gefühl, dass er nach außen hin viel sein wollte, aber nicht das, was ich als sympathisch fand. Seine Bilder auf den sozialen Medien zu sehen, rundete das Ganze ab. Bei meinem einzigen und letzten Versuch, ihn besser kennenzulernen, lernte ich meine Lektion. Es hatte nicht gepasst, was mir später noch sehr klar geworden wäre. Es war eine dieser Sommernächte,
an der die meisten gemeinsam was unternahmen, nachdem sie tanzen waren. Ich wollte das auch, aber es war nie zustande gekommen. Und an diesem Tag machte ich nur eine kleine Änderung, die eine große, positive Ladung an Erfahrungen ins Rollen brachte. Das war die 9. Folge von Katies Weg. Was war es, was Katie jetzt anders gemacht hat? Und würde sie auch so ein schönes Treffen mit Freunden genießen können in den Sommernächten, so wie sie es sich gewünscht hatte? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Katies Weg. Bis dahin noch eine schöne Woche.